mir. Also ich habe öfters sehr starke Schmerzen während meiner Regel und bin das mittlerweile eigentlich gewohnt. Muss oft Schmerzmittel nehmen. Einmal war es aber so, dass ich die Schmerzmittel zu spät genommen habe. Und wenn das so ist, dann setzen die Schmerzen meist sehr intensiv ein. Ich bekomme dann auch Kreislaufprobleme, muss dann auch manchmal erbrechen. Das geht aber nach ein paar Stunden wieder vorbei. Ich kenne das mittlerweile schon und auch die Leute in meinem Umfeld kennen das. Und ich war mit einer Freundin auf einer Impfstation und habe dann dort diese starken Regelschmerzen bekommen, woraufhin die Mitarbeiter bei der Impfstation gedacht haben, ich habe eine Impfreaktion. Dabei bin ich noch gar nicht zum Impfen gekommen, weil ich eben sofort diese Regelschmerzen bekommen habe. Die waren dann ganz aufgeregt und wollten die Rettung rufen und ich habe versucht, ihnen klarzumachen, dass das nur Regelschmerzen sind und dass ich eigentlich nur eine Wärmflasche und meine Schmerztabletten brauche. Nichtsdestotrotz hatte ich dann meine Kreislaufprobleme, musste mich hinlegen und weil ich es nicht mehr auf die Toilette geschafft habe, hat mich meine Freundin auf einem Bürostuhl den langen Gang zur Toilette geführt, weil ich es nicht mehr geschafft habe, selbst dorthin zu gehen. Und wir waren die Attraktion der gesamten Impfstation. Die Regel ist heute ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Sie zeigt mir den Zyklus des Lebens auf, die monatliche Erneuerung. Gleichzeitig habe ich aber nach wie vor sehr starke Schmerzen und es beeinträchtigt mein Leben auch in gewisser Weise und ich möchte, dass auch die Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich gerade die Regel habe und dass es mir nicht so gut geht und warum es mir nicht so gut geht.